Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zur 8. Etappe unseres Tour de France Let's Plays mit Bora Hansgrohe begleitend zur Tour de France 2020. Und heute wird es das erste Mal so richtig, richtig ins Terrain gehen, dass Emanuel Buchmann liegt. Ihr habt es schon gesehen. Wir sind in den Pyrenäen angekommen und haben jetzt auch das erste Mal einen Berg der Ohr-Kategorie zu bezwingen. Dann geht's nochmal runter, dann geht's nochmal einen Berg der ersten Kategorie hoch. Und dann kommen wir irgendwann in Ludenville an. Los geht's in Caceres-sur-Garonne. Wir haben eine steile und gefährliche Abfahrt vor uns nach dem Kategorie 1 Berg. Und insgesamt, glaube ich, ein spannendes Rennen. Ich stehe hier noch voll unter dem Eindruck der 7. Etappe, wo Bora Hansgrohe ja eine brutale Attacke reingesetzt hat. Und eine eigentlich sehr langweilig erwartete Etappe sehr, sehr spannend gestaltet hat. Da wollen wir gleich während des Rennens nochmal drüber reden. Ich denke mal, wenn es den Ohr-Kategorie-Berg hochgeht, den Port du Balais. Das ist der Ohr-Kategorie-Berg, den es hochgeht und auch hochgehen wird dann. Ja, also da wollen wir über diese Attacke von Bora Hansgrohe reden. Und natürlich dann auch über die Chancen bei dieser Etappe für Emanuel Buchmann. Aber jetzt gilt es erstmal einen Etappenstart zu gehen. Ich werde einmal mehr natürlich versuchen, einen unserer Fahrer in der Ausreißergruppe zu senden. Ich würde dafür mal gucken. Ja, ich glaube, ich nehme Gregor Mühlberger. Ist zwar gestern viel im Wind gefahren bei dieser Flachetappe, aber heute muss die Kraft nochmal reichen für einen Angriff. Damit wir da so eine potenzielle Relaisstation haben und wenn die Ausreißer durchkommen, dass wir dann auch jemanden haben, mit dem wir in die Offensive gehen können und vielleicht einen Etappensieg einfahren können. Aber so grundsätzlich ist der als Relaisstation eingeplant, dass wir uns da noch bis ganz zum Schluss einen Helfer ranholen können. Wenn wir hier rechtzeitig nach vorne kommen, Greipel und Nizzolo sind uns hier gerade mächtig im Weg und das Spiel zeigt sich mal wieder von seiner schönsten Seite. Ja, Leute, darf ich hier jetzt bitte durch? Och, und da vorne gehen die Ausreißer weg. Und ich komme hier einfach wirklich überhaupt nicht nach vorne. Da gehen die nächsten Ausreißer. Komm, jetzt lasst mich doch bitte durch. Kommt schon. So, jetzt bin ich fast vorne. Komm, Mühlberger, fahr schneller. Ich drücke hier voll die ganze Zeit Sprinten durch. So, jetzt. Jetzt können wir uns lösen und hoffen, dass wir noch an Sepúlveda drankommen. Mit Gregor Mühlberger. So. Und jetzt gucken wir, kommt er da noch rangefahren. Das sieht nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Nein. Okay, das hat nicht funktioniert. Es bleibt bei den 39 Sekunden Rückstand. Dann wartet er jetzt auf die Folgegruppe. Schade, ich habe es wirklich probiert. Mit dem Ausreißversuch. Aber ich bin halt einfach mit Gregor Mühlberger nicht rechtzeitig nach vorne gekommen. Dann geht es jetzt auf Emanuel Buchmann. Ich höre auf einen Rat eurerseits und lasse jetzt, solange es noch flach ist, Pascal Ackermann ein bisschen die Hilfe, den Schutz für Emanuel Buchmann fahren. Emanuel Buchmann heute immerhin mit einer durchschnittlichen Tagesform. Das ist schon deutlich besser, als wir es zuletzt hatten. Und macht es uns vielleicht etwas leichter. So, jetzt also zur Attacke. Die Bora Hansgrohe, NTT fährt da vorne brutales Tempo. Kann es sein, dass sie keinen Ausreißer in der Gruppe haben und deswegen jetzt die Ausreißergruppe wieder zufahren? Das wäre sehr schön, weil wir dann natürlich noch einen Fahrer in die Ausreißergruppe bekommen würden. Also mal gucken, NTT fährt da vorne volle Kanne im Wind. Und, na, wird die Ausreißergruppe nochmal zugefahren? Tatsächlich. Dann kann Mühlberger jetzt auf Angriffe folgen gehen. Halte ich da schon mal bereit, Gregor. Und wenn es soweit ist, dann kannst du in die Ausreißergruppe gehen. Wenn sie nochmal zugefahren wird jetzt. Wir kommen auf den Zwischensprint zu. Peter Sagan. Ich hoffe, er ist gut im Feld positioniert. Naja, nicht so wirklich. Ich hoffe, wir kommen noch nach vorne. Da ist Sam Bennett noch neben uns. Also der versucht gleich auch noch nach vorne zu fahren. Komm, Peter. Komm, Peter. Probier's. Vielleicht auf der Außenbahn jetzt vorbei sich zu schummeln. Da ist Rojas vor uns auch nochmal im Weg. Ach, komm schon. Wir werden natürlich mal wieder nicht durchgelassen. Na komm. Sehr schön. Oh, das hat viel Kraft gekostet, hier nach vorne zu fahren. So, jetzt sind wir vorne. Jetzt kommt auch gleich der Zwischensprint auf uns zu. Noch 3 Kilometer. Kurve haben wir gut genommen. Sind ganz vorne. Unser rotes Gel ist fast völlig
aufgebraucht, aber dafür ist unser roter Balken wieder voll. Oh, komm, komm. Fahren wir zumindest noch die Ausreißer ein bisschen zu mit Peter Sagan. Kann nicht schaden. Da vorne kommt die 1-Kilometer-Marke. Wout Poels kriegen wir vielleicht noch sogar eingeholt. Ja, wobei, der fängt jetzt auch an zu sprinten. Also dann wahrscheinlich eher nicht. So, Matteo Trentin, kommen wir da in den Windschatten rein? Nee, der hat nämlich einen deutlich besseren Antritt als wir scheinbar. Wobei, ja, jetzt können wir nochmal ran. Kriegen wir ein bisschen Windschatten? Na, ich fürchte nicht. Und, na, wir fliegen nochmal vorbei. Cool. Sehr, sehr cool. Neunter. Guter neunter Platz für Peter Sagan. Wo bleibt das grüne Trikot? Das grüne Trikot scheint keine Punkte zu sammeln. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Machen wir heute erstmal 7 Punkte auf das grüne Trikot gut. Und dann können wir jetzt auf Emanuel Buchmann wechseln. Und den Rest der Etappe erwarten. Ich wurde die ganze Zeit jetzt hier sozusagen mehrfach unterbrochen, während ich hier über die Attacke von Bora Hansgrohe reden wollte. Aber ich habe ja eigentlich auch angekündigt, dass ich sie erst sozusagen am Ohr-Kategorieberg, wenn wir den schön gemächlich hochfahren mit Emanuel Buchmann, besprechen werde. Insofern, ja. Dann können wir jetzt erstmal uns darauf konzentrieren, dass wir den Col du Mente hochfahren. Emanuel Buchmann schon ordentlich am Sprinten hier. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wie schaut's aus? Okay, wir können unsere blauen, unsere Gels komplett raushauen, weil nach diesem Kategorie 1-Berg die Verpflegungsstation kommt. Insofern, ja. Ist Ackermann da an unserer Seite? Sehr schön, Pascal Ackermann ist an unserer Seite. Aber wir fahren hier tatsächlich in einem derart entspannten Tempo den Berg hinauf, dass wir unsere Gels gar nicht so richtig brauchen. So, dann kann hier vorne auch mal Konrad schön ein bisschen Tempo bolzen. So ist nicht. Komm. Letzten Kilometer. Nochmal ein bisschen das Tempo anziehen. Nochmal ein bisschen unsere Gegner leiden lassen. Ackermann, blaues Gel. Sagan, blaues Gel. Kemner, blaues Gel. Eigentlich können wir jetzt allen das blaue Gel geben. Schadet ja nicht. So, dann sind wir drüber über den Berg. Dann geht es jetzt in die Abfahrt hinein. Da kann ich mal ein bisschen meine Abfahrtskünste trainieren, wenn das Spiel aufhört zu ruckeln. So, oh, das ist eine tricky Abfahrt. Also mal gucken, ob wir in dieser Abfahrt tatsächlich ein bisschen was reißen können, weil der Computer doch gerne mal in den Abfahrten so ein bisschen schlecht drauf ist, was das Bremsen angeht. Ein bisschen sehr früh die Kurven anbremst, aber wir tun das gerade auch so ein bisschen aus Respekt vor dieser Abfahrt. Die Kurve haben wir jetzt mal manierlich genommen. Naja. Wir kommen nicht so richtig vorbei. Aber gut. Können wir uns zumindest mal ein bisschen erholen. Da vorne, ja, löst sich das Feld so ein bisschen. Das ist ja mal sehr weit gefächert. Und Abfahrten, oh, die Kurve haben wir so ein bisschen verbremst. Also ich sage hier noch, kann man auf den Computer... Oh Gott, werden wir rausgedrängt von Dumoulin. Sage ich gerade eben noch, dass man auf den Computer ein bisschen Zeit gut machen kann in diesen Abfahrten. Und dann, ja, versemmel ich sie derartig. Aber gut. Vorne fährt jetzt Konrad tatsächlich alleine. Können wir da was lancieren? Eventuell können wir da ein bisschen Stress machen. So. Konrad, warte doch mal. Nee, ach, das ist Schachmann da vorne. Das wurde mir doch angezeigt als Konrad. Ach so, aha, okay. Du wartest auf Buchmann, auf Manny Bookman. Wartet er auf uns. So, und jetzt sagen wir einfach, du beschützt Manny Bookman. Haben tatsächlich eine Zehnergruppe, die sich so ein bisschen in dieser Abfahrt vom Feld gelöst hat für so tatsächlich schon fast 20 Sekunden, oder fast 20 Sekunden, krass. Nicht gedacht. Ach nee, wir sind ja hier auf Buchmann. So, tut mir leid, ich bin noch ein bisschen unkonzentriert. Es ist spät am Abend. Ich nehme hier gerade noch die Folge auf für, aus meiner Sicht, die morgige Etappe sozusagen. So, Konrad, dann fahr jetzt mal ein bisschen Tempo hier. Wobei, hat das einen Wert? Hat das so richtig einen Wert? Ich weiß nicht, was ist jetzt hier die Rennsituation? Ich finde es gerade ein bisschen unübersichtlich. Da hinten ist das Hauptfeld. Ich glaube, das wird sich jetzt gleich wieder zusammenfahren. Also insofern, Konrad schützt Buchmann und dann gucken wir, was passiert.
Ja, nee, das hat sich sofort wieder zusammengefahren. Okay, gut. Na dann. Wir sind jetzt gleich am Ohrkategorieberg. Ja, genau. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass ich jetzt heute Abend, am Abend des 4. September sozusagen, schon im Voraus aufnehme für die 8. Etappe und auch schon, das kann ich auch jetzt schon ankündigen, für die 9. Etappe nehme ich auch schon im Voraus auf, weil ich das Wochenende über unterwegs bin und da kaum zum Aufnehmen kommen werde. Insofern, ja, ist es besser, wenn ich das jetzt hier im Voraus mache. Dann ist es sicher, dass die Folgen auch kommen können. Also der Ohrkategorieberg, bin ich mal gespannt, was dann in Realität sein wird. Ob sich da dann auch schon die Spreu vom Weizen trennt. Wir können mal ein bisschen vorsimulieren, bis wir da so wirklich im Anstieg drin sind. Fängt relativ flach an, der Report de Balaise. Relativ lang, sehr, sehr harmloser Berg. Sehr viele Kilometer. 19,2, also ein sehr langer Anstieg. Aber so richtig steil wird es dann erst hinten raus. Da kommen dann erst so die Stücke, die so richtig wehtun. So geht es dann hier jetzt den Berg hoch. Wir können Ackermann schon mal sein blaues Gel geben, ehe wir uns da später nicht mehr drauf konzentrieren können. Sagan. Das ist wirklich. Das verstehe, wer will, ne? Dass Lennart Kemner hier mit einer 75 am Berg, Ackermann, reiner Flachlandsprinter, in einer schlechteren Tagesform, sieht deutlich besser aus als Lennart Kemner. Das muss man jetzt nicht wirklich verstehen. Naja. So. Also, Money Bookman, jetzt kommen wir im steilen Segment an. Jetzt wird es entscheidend. Da gehen wir jetzt auch in die Echtzeit rein und quatschen über diese Attacke, die Bora Hansgrohe aus eurer Sicht, da ihr das Video jetzt guckt, gestern, beziehungsweise kann auch sein, dass ihr es deutlich später ist, guckt das Video, aber die Bora Hansgrohe in die 7. Etappe hineingesetzt hat. Sehr, sehr spannende Renngestaltung. Hat viel Spaß gemacht, dazu zu gucken, und ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass es eine spannende Etappe wird. Habe mich ja in der letzten Folge noch darüber beschwert, wie langweilig die Tour de France bis hierhin ist und dass das keinen Spaß macht gerade und die ganzen Teams fahren so defensiv. Und damit meine Folge so richtig schön oder mein Kommentar so richtig schön bloßgestellt wird, jetzt werden wir von Molard einmal komplett ausgebremst, natürlich sofort Bora Hansgrohe mit einer krass offensiven und spannenden Fahrweise. Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut. Hat im Rennen auf jeden Fall eine Menge gegeben. Und Buchmann sieht jetzt schon wieder nicht so dolle aus, muss ich sagen. Da sieht Schachmann noch besser aus. Generell, ich verstehe nicht, warum unsere Fahrer teilweise so vor sich hin mickern. Also ein Lennart Kemner hat eigentlich bessere Werte als das, was er da gerade leisten kann. Aber ist ja eigentlich auch in Realität so, fast schon wieder extrem realistisch sozusagen, dass Lennart Kemner noch nicht das leistet, was er eigentlich leisten kann. Aber das ist jetzt nichts, was man ihm vorwerfen kann. Ist ja doch, ich glaube, mehrfach gestürzt in der ersten Etappe. Und das scheint ihn auch mehr, das hat er, glaube ich, auch heute im Interview gesagt, das scheint ihn noch mehr zu tangieren, als er das zugeben will. Da fällt er jetzt gerade zurück, Lennart Kemner. Und die Favoriten, die fahren hier schon ein ziemlich ordentliches Tempo hoch. Peter Sagan ist noch ziemlich lang dabei, fährt ein starkes Rennen hoch. Erstaunlich. Schachmann schaut auch noch ganz gut aus, hat auch, glaube ich, das blaue Gel noch in der Hinterhand. Das können wir ihm jetzt eigentlich mal geben, weil der Anstieg wird so lang sein. Wobei, vielleicht wird das Tempo ja auch nochmal rausgenommen. Oh, jetzt bremst von Barde ihn komplett aus. Müssen wir hier wieder das Tempo aufnehmen. Ja, da fällt jetzt Bennett zurück. Und um Konrad ist es jetzt auch geschehen. Dann nehmen wir uns jetzt Rafael Majka, der eine blendende Tagesform hat, ist ja nicht bei der Tour de France dabei, als Beschützer zur Brust. Jetzt wird es gleich nochmal einen Tacken flacher. Aber die Favoriten, die hauen hier richtig rein. Krass. Boah, sprinten die da weg. So. Hammerhart, was die hier abziehen. Aber jetzt das Tempo auch wieder raus. Bora Hansgrohe noch ganz gut vertreten. Schachmann ist auch noch dabei. Das Feld ist an sich schon ziemlich ausgedünnt, muss ich sagen. Jetzt kommt die nächste Tempoverschärfung. Das tut weh. Das tut jetzt richtig weh. Boah, das kann doch nicht wahr sein, dass die hier so hoch sprinten. Ich möchte noch nicht so viel von meinem blauen Gel eigentlich nehmen müssen. Und durch den Hänger haben wir jetzt es verpasst, das Tempo zu verschärfen. Thibaut Pinot bremst uns jetzt hier aus. Ach, das ist schon wieder so ein anstrengend hektisches Rennen. Rafael Majka jetzt. Boah, das Rennen macht gerade schon wieder nicht so viel Spaß, muss ich sagen. Schachmann, oh, verdammt.
ich mal sein blaues Gel rechtzeitig geben müssen. Jetzt wird er zurückfallen wahrscheinlich. Sehr ärgerlich, weil unnötig. Wobei jetzt ist das Tempo wieder raus, netterweise. Wobei jetzt wird es wieder aufgenommen. Ach, es ist anstrengend. Was passiert jetzt? Na gut. Jetzt Maika so ein bisschen in die Parade gefahren. Romain Bardet ist noch lange mit dabei. Scheint ja auch bei dieser Tour de France in etwas stärkerer Verfassung zu sein als letztes Jahr, wo er doch etwas enttäuschend fuhr. Rafael Maika ist jetzt auch bald weg. Schachmann wird nicht mehr zurückkommen. Das ist jetzt wirklich ein dummer Fehler meinerseits gewesen. Oh, jetzt müssen wir hier nachsetzen. Puh, ich hoffe, dass die Favoriten hier bald das Tempo rausnehmen. Das wird sonst unschön für Manuel Buchmann. So. Nee, jetzt müssen wir gleich das Tempo... Jetzt müssen wir gleich abreißen lassen gegenüber der Gruppe der Favoriten. Da werden wir jetzt zurückfallen. Krass. Da vorne fahren sie uns jetzt davon. Wir können das Tempo nicht mitgehen. Sehr schade. Vielleicht kann Bauke Mollema noch mal ein bisschen uns ranfahren. Oder Yates. Oder Valverde. Aber Buchmann scheint nicht in der Lage zu sein. Romain Bardet hat jetzt auch genug. Fällt jetzt zurück. Ich meine, wir werden auf der Abfahrt vielleicht noch mal ranfahren können. Ich denke, das wird möglich sein. Aber ist natürlich ärgerlich, dass wir so komplett unsere Gels los sind. Wobei, jetzt da vorne wieder das Tempo raus. Okay, das ist jetzt angenehm. Diesem etwas flacheren Teilstück können wir uns wieder so ein bisschen erholen. Na gut, jetzt können wir uns sogar gänzlich erholen, glaube ich. Jetzt ist das Tempo komplett raus. Ja, jetzt fängt Geraint Thomas aber wieder an, Tempo zu fahren. Wobei Geraint Thomas jetzt aber auch schon wieder ziemlich platt gefahren ist. Also gut, bin ich ein bisschen erleichtert, dass die Favoriten jetzt auch langsam ja, an ihre Grenzen gehen. Und nicht mehr so viel dazusetzen können. Gut, da können wir uns sogar wieder komplett erholen bei dem Tempo. Das ist natürlich angenehm. Sehr schön. Na gut. Also, dann ist es doch nicht so schlimm. Fuglsang hat noch Izagirre. Bernal hat noch Geraint Thomas. Roglic hat niemanden mehr. Die Gruppe vergrößert sich jetzt auch wieder. Noch 1 Kilometer bis zum Gipfel. Eventuell können wir uns sogar die Bergpunkte holen. Wobei es, glaube ich, nichts Unrealistischeres gibt als Emanuel Buchmann im Bergtrikot. Ist ein exzellenter Bergfahrer, aber dass der sich in einem Bergsprint durchsetzt, das wird, glaube ich, niemals passieren. Aber, wisst ihr was, wenn wir jetzt noch hier 600 Meter bis zum Berg haben, dann fahre ich einfach mal ein bisschen Tempo, mal gucken, ob ich noch jemandem wehtun kann. Wir haben jetzt noch die Kraft gerade. Naja, so richtig glücklich sind die bei der Tempoverschärfung nicht. Da reißt direkt mal ein kleines Loch von 7-8 Sekunden. Lass uns das Tempo wieder rausnehmen. Aber da haben wir doch mal da hinten eine Duftmarke gesetzt. Und dann gehen wir jetzt in die Abfahrt rein. Ja, versuchen da natürlich möglichst gut zu fahren. Aber klar, der Fokus liegt jetzt in dieser Abfahrt darauf, dass wir unsere Ausdauer so gut es geht regenerieren. Achten wir jetzt nicht darauf, dass wir hier großartig aus den Kurven raussprinten und großartig Zeit generieren können. Da geht es einfach nur darum, dass wir, wenn wir unten im Tal sind, wieder aus dem Vollen unserer Kräfte schöpfen können. So, Gott, das war ein bisschen weit ausgefahren, die Kurve. Ein bisschen Schotter am Rand noch mitgenommen. Ach ja, erwartet jetzt keine großen, weltbewegenden Kommentare zu dieser Abfahrt von mir. Ich bin froh, wenn ich die fehlerfrei runterfahre. Das ist immer so eine Konzentrationssache, finde ich. Und wenn ich eine große Schwäche in meinem Leben habe, dann ist es, mich zu konzentrieren. So, um die Kurve fahren wir in Schneckentempo herum. Aber wir haben sie sehr schön genommen, finde ich. Geht auch direkt mal der Vorsprung um 2 Sekunden hoch. Jetzt schmilzt es natürlich wieder zusammen, weil es hier nicht so wahnsinnig steil ist. Aber während die anderen treten, können wir uns besser erholen. Das gefällt mir sehr gut. Auch die Kurve haben wir schön genommen. Müsste der Vorsprung jetzt eigentlich gleich wieder ein bisschen hochgehen. Wobei, nee, es ist nicht steil genug, damit wir hier runterrollen lassen können. Beziehungsweise die anderen treten halt in die Pedale, sind deswegen ein bisschen schneller als wir. Aber wir erholen uns dafür besser als die anderen. Sind jetzt hier wieder in der Gruppe drin. Und jetzt kommen wir in den etwas flacheren Teil der Abfahrt. Da können wir eigentlich auch wieder vorspulen. Ach, Schachmann. Gute Neuigkeiten. Schachmann ist zurück in der Gruppe. Das freut mich. Beschützt jetzt auch sofort Emanuel Buchmann. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Emanuel Buchmann ist komplett wieder erholt. Wir gehen jetzt in den letzten Anstieg des Tages dann rein.
und hoffen, dass wir da mit bei den Favoriten vorne dabei bleiben können. Schachmann, du hattest doch eigentlich den Auftrag, mich zu beschützen. Warum hast du diesen Auftrag schon wieder vergessen? Hat kein gutes Kurzzeitgedächtnis, der Maximilian Schachmann scheinbar. So, mal gespannt, wie hier jetzt hochgefahren wird. Ich hoffe, hier wird halbwegs gleichmäßiges Tempo hochgefahren. Dieses ganze Zeit attackieren und wieder rausnehmen ist nicht gut für Manuel Buchmann. Also, aber es ist natürlich exzellent, dass wir mit Max Schachmann jetzt wieder einen Helfer an unserer Seite haben, der uns, soweit es eben geht, aus dem Wind raushalten kann, dass Emanuel Buchmann seinen typischen Fahrstil einfach unauffällig mitfahren hier weiter umsetzen kann. Julien Alaphilippe ist noch dabei. Ich glaube, der wird das aber nicht bis zum Schluss sein. Kann ich mir kaum vorstellen. Wobei, vielleicht fährt er am Kategorie 1 Berg in der Abfahrt wieder ran. Wer weiß. Aber ich glaube, der wird jetzt bald zurückfallen. Die Gruppe ist wieder relativ groß geworden. 18 Fahrer, Maika 1 Minute 25 dahinter. Der wird nicht mehr aufschließen können, denke ich mal. Aber ja, wie schaut der Anstieg aus? Sehr gleichmäßig. Gibt zwar so ein paar rote Bereiche und ein paar gelbe Bereiche, aber so grundsätzlich relativ gleichmäßiger Anstieg der Col de Peyresourde. Ich brauche dringend den Vasi Gaming hier bei mir im Let's Play, dass der mir mal ein paar französische Aussprachetipps gibt. Wird, denke ich mal, im Laufe der nächsten Woche mal im Let's Play zu Gast sein. Vincenzo Nibali und Bauke Mollema sind da noch dabei. Ich denke, auch die werden dann früher oder später zurückfallen. Ineos und Jumbo Visma machen da vorne Tempo. Und wir fahren, so gut es eben geht, mit Emanuel Buchmann. Ah, das ist jetzt schon so eine Berganfahrt, die mir deutlich mehr gefällt mit Emanuel Buchmann, auch wenn jetzt das Tempo ein bisschen angezogen wird. Das ist gleichmäßig. Gleichmäßig hohes Tempo. Da kann Emanuel Buchmann seine Stärken ausspielen, seinen guten Wert im Berg. Da können wir gut mitfahren und haben vielleicht am Ende auch noch etwas mehr Puste als die anderen. Weil ich mir kaum vorstellen kann, dass wir hier jetzt großartig... Wir können Schachmann mal sein rotes Gel geben. Dann hält er noch ein bisschen länger mit uns mit. Und noch ein bisschen länger unser Beschützer sein. Na, wobei, hat er jetzt sein rotes Gel nicht mehr rechtzeitig nehmen können. Schade. Gut. Dann fällt der jetzt zurück. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Maximilian Schachmann für seine liebe, nette Arbeit. Hängen uns ans Hinterrad von Egan Bernal und gucken, was der restliche Anstieg so bringt. Ein paar Zuschauer am Straßenrand. Ja, ich habe ja, glaube ich, noch nicht fertig gesprochen über den Angriff von Bora Hansgrohe. Weil eine Sache, die mir dabei halt durch den Kopf geschossen ist, ist, na okay, gut. Das ist jetzt eine starke Attacke, die sie fahren. Ist erfolgreich fürs grüne Trikot. Saugute Idee. Hat exzellent funktioniert. Aber was natürlich auch der Fall ist, das verbraucht Körner bei allen Helfern im Team. Und eigentlich braucht Emanuel Buchmann bei dieser Etappe jeden Helfer, der da helfen kann. So, jetzt geht's hier tatsächlich mal ein bisschen zur Sache. Jetzt wird hier hochgesprintet. Oh, und jetzt sind die Favoriten unter sich. Und Emanuel Buchmann kann mitgehen. Das ist die gute Nachricht. Aber ich hoffe, dass sie jetzt bald Tempo rausnehmen, weil lange ist Emanuel Buchmann da nicht mehr dabei. So, jetzt ist das Tempo wieder raus. Sehr angenehm. Das freut uns, weil wir sind nämlich auch ziemlich platt jetzt. So, erholen wir uns einmal, so gut es eben geht. Okay, gut. Wenn das jetzt die große Attacke war, dann soll es mir recht sein. Hätten wir wahrscheinlich sogar gleichmäßiger hochfahren können, aber so haben wir halt den Windschatten mehr mitgenommen. Ah, nee, da geht die nächste Attacke. Wurden wir ein bisschen überrascht von. Ärgerlich. Aber da können wir so mitfahren, ohne zu sprinten, weil wir einen guten Bergwert haben. Jetzt müssen wir doch nochmal aus dem Sattel gehen. Und wir sind gleich platt. Nibali ist auf jeden Fall platt. Und jetzt ist es der Rest auch wieder, nimmt wieder raus. Wir müssen gucken, dass wir uns möglichst gut erholen. Oh, Roglic fährt uns hier jetzt voll in die Parade rein. Also ich fürchte, die nächste Attacke werden wir nicht mehr mitgehen können. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht allzu bald, die nächste Attacke. Roglic fährt das Ganze hier von vorn. Wir sind gleich an der 1-Kilometer-Marke. Ich glaube, auch wenn wir jetzt distanziert werden würden, können wir... ja, da kommt der nächste Angriff. Verdammt. Pogacar ist da noch dabei. Pogacar ist da noch dabei. Verzeihung. Falsche Aussprache meinerseits. Das war knapp am Einbruch vorbei. Eieiei. So, jetzt müssen wir hier in unserem Tempo den Berg hochfahren. Pogacar ist auch eingebrochen, fährt uns noch einmal voll in den Weg rein. Nairo Quintana auch eingebrochen. Aber die Jungs da vorne sind auch platt. Ich denke, in der Abfahrt werden wir die Lücke wieder zufahren, wenn dann überhaupt noch eine da ist zum Gipfel hin. Ja,
kann man auch vorstellen, dass es in der Realität so halt ablaufen wird, ein, zweimal, dass Emanuel Buchmann halt nicht jede Attacke mitgeht, aber dann mit einem guten, soliden Grundtempo mit über die Berge drüber fährt. Können wir da eventuell noch ein paar Bonussekunden holen? Ich fürchte aber nicht. Schade. Schade, schade. Na gut, hätte ich natürlich gerne mitgenommen, aber da waren die anderen einfach eine Spur zu stark. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich sofort in die Abfahrt gehen, in die aerodynamische Position. Jetzt gucken wir, dass wir in dieser Abfahrt die Lücke wieder zufahren. Abfahrt zum Ziel. 11,4 Kilometer sind es noch. Jetzt müssen wir eine gute Abfahrt hinlegen. 19 Sekunden Rückstand für Manuel Buchmann. Die muss er hier jetzt irgendwie zufahren. Ich hoffe, dass das gehen wird. Es gibt, glaube ich, nochmal einen kleinen Gegenanstieg, wenn ich die Straße da hinten richtig sehe. Wobei, nee, die lassen wir links liegen. Aber jetzt wird es mal ganz kurz flacher. Da sprinten wir einmal schnell durch. Und dann wird es wieder steiler. Da können wir wieder in die aerodynamische Position gehen. Ah, 17 Sekunden. Wir fahren die Lücke so ein bisschen zu. Da vorne kommt mal so eine Kurve. Da werden wir vielleicht ein bisschen Zeit gut machen, wenn wir die Kurve gut nehmen. Das ist jetzt die entscheidende und spannende Frage. Ja, naja. So ein bisschen Zeit haben wir zugefahren. Ja doch, jetzt sind wir dran. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt nicht das Allerrealistische, dass Emanuel Buchmann hier in der Abfahrt eine Lücke zufährt. Naja. Aber schieben wir es mal auf meine großartigen Fahrkünste. Und jetzt sind wir mit den besten drei Fahrern dabei. Roglic, Fuglsang und wer ist es denn noch? Jetzt fühle ich mich gerade wirklich dämlich. Wer ist denn hier noch dabei? Ach, Bernal natürlich, klar. Eieiei, das würde ich jetzt gerne. Also in jedem anderen Let's Play, das ist ja jetzt auch so ein bisschen das Konzept dieses Bora-Hansgrohe-Let's Plays, dass ich es ungeschnitten mache, hätte ich das jetzt rausgeschnitten. In jedem anderen Let's Play hätte ich gesagt, nee, Kaspar, da wirkst du dämlich, das schneidest du jetzt schön raus. Das zeigst den Leuten nicht, dass du gerade zu dämlich warst, mich daran zu erinnern, dass Egan Bernal natürlich hier noch mit den Favoriten dabei ist. Naja, wir sind kurz vorm Ziel, die Favoriten sind zusammen. Nibali kommt da von hinten. Wollen wir jetzt mit Emanuel Buchmann uns im Sprint versuchen. Nibali sofort in der Offensive, versucht sich da einen Etappensieg. Komm, wir setzen einen Angriff. Wenn es nur ein paar Sekunden sind, aber wir haben jetzt die Kraft. Und wenn es nur ein paar Sekunden sind, aber vielleicht können wir ein paar Sekunden rausfahren, wenn wir uns da an Vincenzo Nibali dranhängen. Komm, fahr uns den Sprint an, Junge. Sehr schön. Ja, ein paar Sekunden sind es tatsächlich, die wir Vorsprung auf die beiden haben. Vielleicht machen wir heute mal mit Buchmann ein paar Sekunden gut. Das wäre ja schön. Dann fahren wir jetzt halt lieber den Sprint an. Ich bin einfach nur dafür, dass wir hier möglichst gut Zeit rausfahren. Und oh, Etappensieg für Buchmann. War das ein Etappensieg für Buchmann? Oh, 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 das muss ich jetzt in der Wiederholung nochmal angucken. Hatte ich jetzt gar nicht großartig anmoderiert, weil ich wirklich nicht im Ansatz damit rechne, dass Emanuel Buchmann eine Etappe gewinnt. Vor allem, also so realistisch ist das Spiel ja dann schon, dass es Emanuel Buchmann schneckenhaft langsam im Antritt und im Sprint macht. Aber wir hatten einfach noch ein bisschen mehr Puste als Vincenzo Nibali. Gucken wir gerade gleich nochmal rein, wenn auch die letzten Fahrer ins Ziel gekommen sind. Oh, Petit ist noch 14 Kilometer vom Ziel. Das könnte eng werden mit der Karenzzeit. Oh, 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 oh. Ob er das mit der Karenzzeit schafft? Wobei, nee, jetzt ist er in der Abfahrt, jetzt geht's schneller. Und dann wird das mit der Karenzzeit wahrscheinlich auch noch schaffen, oder? Oh Gott, das wird richtig knapp. Gucken wir mal nach, ob es Petit in der Karenzzeit noch geschafft hat. Jetzt gucken wir erstmal, ob Emanuel Buchmann tatsächlich die Etappe gewonnen hat. Zeitlupe. Mal ein bisschen vor. Und dann geht er tatsächlich, hat er jetzt noch mehr Kraft als Vincenzo Nibali. Das Spiel macht komische Sachen. Okay, okay, okay. Boah, ich glaube, Emanuel Buchmann hat die Etappe gewonnen. Das gibt auf jeden Fall fett Bonussekunden. Da verbessern wir uns mächtig, was das gelbe Trikot angeht. Ja, cool. Mit dem Erfolg hätte ich jetzt so gar nicht gerechnet. Sehr schön. Emanuel Buchmann mit einem Etappensieg. Just Video Game Things, würde ich sagen. Also sehe ich in der Realität nicht kommen. Nehmen wir aber hier natürlich gerne mit. So. Also, Emanuel Buchmann holt sich da Bonussekunden. Und dann dürften wir jetzt auf Rang 3 in der Gesamtwertung sein. Da wir auch noch ein paar Sekunden auf die restlichen Fahrer hatten. Und so weit war der Abstand jetzt nicht auf Rang 3. Gucken wir gleich mal rein. Also, wir haben heute 20 Punkte fürs grüne Trikot gesammelt. Und 24 Punkte für die Bergwertung. Na gut. Also Gesamtwertung. Ah, wir haben noch 3 Sekunden Rückstand auf Julien Alaphilippe.
Noch 3 Sekunden. Aber es ist nicht mehr viel. Und dann ist auch Primus Roglic in Schlagdistanz. Vielleicht geht da ja was. Bergwertung haben wir tatsächlich die Führung übernommen. Ziemlich unbeabsichtigt, muss ich sagen. Also, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber gut. Ist wie es ist, dann nehmen wir das halt mit. Schön. Wir haben ein Spitzenreiter-Trikot erobert. Das gibt natürlich Regenerationsboni. Und ihr merkt es, ich bin ein bisschen ratlos, was ich sagen soll. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mit Emanuel Buchmann die Etappe hier gewinne. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. So, aber denke ich, war doch trotzdem eine nette Folge, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich sehe auch, dass viele Leute diese Videos anklicken. Ein paar mehr Däumchen nach oben dürften es für meinen Geschmack sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, zur 9. Etappe wieder. Da bleibt es bergig, aber es wird nicht ganz so schwer. Also so ein klassischer Tag für die Ausreißer, für die Etappe am Sonntag dann. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Bis dahin, ciao, haut rein.